Wir werden jetzt mal für eine ganz wichtige Kurve die Krümmung ausrechnen. Wir werden gleich sehen, dass die Krümmung des Kreises eigentlich die Grundlage für alles Weitere ist. Und zwar nehme ich jetzt mal einen ganz allgemeinen Kreis. Wir haben bisher immer den Einheitskreis genommen, dessen Mittelpunkt der Nullpunkt ist und dessen Radius 1 ist. Ich nehme jetzt mal einen Kreis mit Mittelpunkt M und Radius R. Das müsste dann folgendermaßen aussehen. Alpha von t ist m, also als Punkt oder Vektor zu betrachten, plus, normalerweise haben wir hier Cosinus t Sinus t, und damit der Radius r draus wird, muss ich hier noch mit r mal nehmen. Das ist die Parametrisierung von einem Kreis, der verschoben wird, der Mittelpunkt ist jetzt woanders, und bei dem der Radius größer oder kleiner ist, dann nehme ich einfach damit mal. Wenn Sie jetzt von diesem Ding das Tempo ausrechnen, also die Ableitung berechnen und davon die Norm, dann werden Sie feststellen, dieses Ding hat das Tempo R. Das können Sie, glaube ich, inzwischen alle selbst. Also dieser Wert hier ist R. Das heißt, wenn ich das ganze Ding auf Bogenlänge umparametrisieren will, dann würde ich stattdessen die folgende Darstellung nehmen. Das hier ist der gleiche Kreis wie eben, allerdings ist er sozusagen abgebremst. Dieses Ding hat ja das Tempo R, und wenn ich hier t immer durch R teile, dann mache ich das ganze Ding, wenn R größer als 1 ist, langsamer, beziehungsweise wenn R kleiner als 1 ist, schneller, damit ich den Kreis mit konstantem Tempo 1 durchlaufe. Das heißt, dieses hier ist nach Bogenlänge parametrisiert. Und das bedeutet, ich kann die Formel von da oben, die erste Formel, die wir hatten, diese hier, die rot unterstrichen ist, verwenden, um die Krümmung auszurechnen. Deswegen mache ich das Ganze ja. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal die erste Ableitung. Beim Ableiten fällt der konstante Wert m weg. Das heißt, ich habe hier die Ableitung von Cosinus t durch r zu berechnen. Die innere Ableitung ist 1 durch r, weil das ja ein Faktor ist, mal äußere Ableitung und natürlich der Faktor r da vorne noch davor. Also hier steht r mal 1 durch r mal, und die Ableitung von Cosinus ist minus Sinus. Und hier habe ich das gleiche dann nochmal, und die Ableitung von Sinus ist Cosinus. Und da kürzt sich das r hier vorne gegen das 1 durch r hier weg. Das heißt, hier habe ich einfach minus Sinus t durch r, und hier habe ich Cosinus t durch r. Das muss ich nochmal ableiten, weil ich für die Formel ja die zweite Ableitung auch brauche. Wieder die innere Ableitung fällt raus, denn bei beiden ist das wieder 1 durch r. Das heißt, ich habe hier 1 durch r mal, und die Ableitung von minus Sinus ist minus Cosinus t durch r, und von Cosinus ist minus Sinus. Das kennen wir ja schon vom letzten Mal, dass die zweite Ableitung im Prinzip so aussieht wie der ursprüngliche Vektor, nur mit einem Minus davor. Nur jetzt klunkern halt diese Radien hier raus, die wir jetzt da noch mit reingesteckt haben. So, und jetzt wenden wir die Formel für die Krümmung an. Kappa Beta von t ist also die Determinante, die ich bekomme, wenn ich die erste Ableitung und die zweite Ableitung als Spalten einsetze. Das sieht jetzt also so aus. Erste Ableitung steht hier oben. Minus Sinus t durch r, Cosinus t durch r. Und hier steht, zweite Ableitung, 1 durch r mal minus Cosinus t durch r, 1 durch r mal minus Sinus t durch r. Und das muss ich jetzt ausrechnen, das ist ja nicht so schwer. Also die beiden miteinander mal nehmen, Hauptdiagonale, die beiden miteinander mal nehmen, das davon abziehen. Hier habe ich Minus mal Minus, hebt sich auf. Also habe ich Sinus tr mal Sinus tr, also zum Quadrat. Und den Faktor 1 durch r nicht vergessen. 1 durch r mal Sinus Quadrat t durch r. Und hier habe ich einmal Minus, einmal Plus. Also das Ganze ist negativ, wird aber abgezogen, weil es ja die Gegendiagonale ist. Also es ist auch wieder Plus. Also steht hier plus 1 durch r mal Cosinus Quadrat t durch r. 1 durch r ist bei beiden drin, also habe ich hier Sinus Quadrat t durch r plus Cosinus Quadrat t durch r. Und netterweise, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, steht hier wieder Pythagoras, Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat vom selben Winkel. Das ist also einfach 1. Das heißt, da kommt wunderbarerweise raus 1 durch r. Was bedeutet, erstens, die Krümmung hängt nicht vom Zeitpunkt ab. Auf dem gesamten Kreis ist die Krümmung immer gleich, was ja auch irgendwie logisch ist. Ne? Der Kreis ist ja eine sehr gleichmäßige Figur und der ist immer zu jedem Zeitpunkt gleich gekrümmt. Da kommt t gar nicht mehr vor. Und das Zweite, was wir hier sehen, das ist auch sehr wichtig, die Krümmung ist
Umgekehrt proportional zum Radius. Je kleiner der Kreis ist, desto stärker ist er gekrümmt. Was auch irgendwie logisch ist, wenn Sie einen kleinen Kreis haben und einen großen Kreis, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie fahren die beide mit dem Fahrrad ab, dann müssen Sie auf dem kleinen Kreis den Lenker natürlich viel stärker nach innen einschlagen, als wenn Sie auf dem großen Kreis sind. Darum ist die Krümmung umgekehrt proportional zum Radius. Je größer der Radius ist, desto kleiner ist die Krümmung. Wir können uns gleich schon mal überlegen, das werden wir später nochmal brauchen, was passiert denn, wenn der Radius des Kreises immer größer wird? Der Kreis wird immer größer und was habe ich dann sozusagen im Grenzwert, wenn der Radius gegen unendlich geht? Was für eine Figur habe ich dann? Dann habe ich eine Gerade. Stellen Sie sich vor, Sie schauen sich hier nur so einen Ausschnitt von diesem Kreis an, zum Beispiel nur das Stück von hier bis hier. Das ist hier auf diesem Kreis hier sehr stark gebogen, bei diesem Kreis schon nicht mehr so stark. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass Sie den Kreis nach und nach immer weiter aufblasen, dann werden Sie irgendwann gar nicht mehr sehen, dass das mal ein Kreisbogen war, sondern das kommt Ihnen vor wie eine Gerade. Genau wie es uns vorkommt, als würden wir auf einer ebenen Fläche stehen, obwohl wir ja auf einer Kugel stehen. Wenn das nur groß genug ist, dann geht das irgendwann gegen eine Gerade. Das ist auch wiederum irgendwie logisch, weil das für die Krümmung ja bedeuten würde, wenn r immer größer wird, dann geht dieser Ausdruck 1 durch r irgendwann gegen 0. Und 0 ist genau die Krümmung von einer Geraden. Das hatten wir uns, also wir haben es noch nicht ausgerechnet, aber wir haben letztes Mal gesehen, dass die Beschleunigung bei der Geraden 0 ist. Darum ist natürlich logisch, wenn ich das in diese Determinante einsetze, dass ich die Krümmung 0 rausbekomme. Ich hatte Ihnen gesagt, dass der Kreis wichtig ist bei der Krümmung. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben uns jetzt überlegt, dass die Krümmung selbst nur von dem Radius abhängt. Der Beschleunigungsvektor des Kreises, der dreht sich aber ja einmal um den Kreis rum. Das heißt, hier zum Beispiel ist das der Beschleunigungsvektor, hier ist das der Beschleunigungsvektor, je nachdem, wo ich gerade bin. Das können Sie auch anders interpretieren. Je nachdem, welchen Zeitpunkt ich mir wähle, kann ich den Beschleunigungsvektor in jede Richtung zeigen lassen, weil der sich ja einmal ganz rumdreht. Wenn ich sozusagen jetzt einen Wunschbeschleunigungsvektor habe, muss ich nur warten, bis ich irgendwann an der entsprechenden Stelle auf dem Kreis vorbeigekommen bin. Dann zeigt der Beschleunigungsvektor genau in diese Richtung. Außerdem kann ich ja auch den Mittelpunkt des Kreises irgendwo anders hinlegen und die Beschleunigungsvektoren sozusagen mit verschieben. Das bedeutet, wenn ich irgendwo eine Kurve habe, die hier so lang läuft, und diese Kurve hat an einer bestimmten Stelle einen Beschleunigungsvektor, der zum Beispiel hier hin zeigt, dann kriege ich immer einen Kreis hin, der genau den gleichen Beschleunigungsvektor an genau der gleichen Stelle hat. Das würde dann so aussehen, dass ich hier einen Kreis hinlege, der an dieser Stelle, an der gleichen Stelle, den gleichen Beschleunigungsvektor hat. Damit ich die Richtung hinkriege, dafür dieses Bild, muss ich nur warten, bis sich der auf dem Kreis in die richtige Richtung gedreht hat. Damit ich den an diese Stelle bekomme, muss ich den Kreis nur an die Stelle verschieben, sodass die beiden sich hier treffen. Wenn ich das so mache, dann habe ich hinbekommen, dass der schwarze Weg, nennen wir ihn mal Alpha, und der blaue Weg, nennen wir ihn Beta, sich an dieser Stelle treffen. Das heißt, sie sind zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Punkt. Sie haben zum gleichen Zeitpunkt den gleichen Geschwindigkeitsvektor, weil ich davon ausgehe, dass beide nach Bogenlänge parametrisiert sind und weil der Geschwindigkeitsvektor dann ja immer rechtwinklig zum Beschleunigungsvektor ist. Das heißt, Sie hätten beide zum Beispiel diesen Geschwindigkeitsvektor hier und Sie haben auch beide, so habe ich das Ganze ja konstruiert, durch das Dahinschieben und entsprechend Drehen, den gleichen Beschleunigungsvektor. Also in diesem einen Punkt haben die Kurve Alpha und der Kreis Beta die gleiche Stelle, die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Beschleunigung, die gleiche Krümmung. Darum hat Leibniz diesem Kreis den schönen poetischen Namen küssender Kreis gegeben, Circulus Osculans. Und das heißt im Englischen auch immer noch so Osculating Circle. Im Deutschen sagt man dazu etwas pragmatischer Krümmungskreis. Also an der Stelle, wo ich hier bin, kann ich einen Krümmungskreis hinlegen, der genau das tut, was ich eben beschrieben habe. Also die Fachbezeichnung dafür ist der Krümmungskreis. Und man würde sagen, das ist der Krümmungskreis, das Blaue, bei der Kurve Alpha zum Zeitpunkt T, also der Krümmungskreis im Punkt Alpha T. Und entsprechend würde man da den Radius von diesem Kreis den Krümmungsradius nennen. Nehmen wir mal an, das ist unser Alpha. Da würde ich jetzt zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Krümmungskreise bekommen. Also nehmen wir zum Beispiel hier diesen Zeitpunkt. Wenn ich hier so einen Krümmungskreis reinlege, dann sieht er vielleicht so aus.
hier bei dem Punkt. Und dieses Stück von dem Alpha sieht eigentlich fast kreisförmig aus. Das heißt, es könnte gut sein, dass ich an dieser Stelle den gleichen Krümmungskreis habe. Solange ich mich annähernd kreisförmig bewege, ändert sich der Krümmungskreis prinzipiell nicht. Zumindest ändert sich der Krümmungsradius nicht. Und dann würde ich ein bisschen weiter mich bewegen und hier vielleicht an der Stelle hätte ich eine stärkere Krümmung. Darum wäre hier der Krümmungskreis kleiner. Sie entsinnen sich, kleinerer Radius, größere Krümmung. Und hier werde ich dann nach und nach immer gerader. Hier wird die Krümmung immer geringer werden. Das würde bedeuten, dass die Krümmungskreise hier immer größer werden. Also hier hätte ich eventuell einen sehr großen Krümmungskreis, den ich hier gar nicht mehr hinbekomme. Und hier habe ich dann irgendwann tatsächlich einen unendlich großen Krümmungskreis, der zu einer Geraden entartet. Also das ist die Vorstellung, die man bei diesem Krümmungskreis haben sollte. Vielleicht ein kleines Detail noch, was nicht so wichtig ist. Also wichtiger ist, sich diesen Krümmungskreis vorzustellen, tatsächlich als einen, der sich immer so an die Kurve anschmiegt. Ein Detail, worauf man noch achten müsste, ist wieder die Richtung. Wir haben ja eben schon von diesem Vorzeichenwechsel gesprochen. Sie müssen eventuell die Richtung des Kreises ändern. Hier habe ich es nun gerade so gezeichnet, dass der Kreis wie normal gegen den Uhrzeigersinn laufen würde. Darum ist der grüne Geschwindigkeitsvektor auch in der richtigen Richtung. Wenn ich aber Alpha in der anderen Richtung durchlaufen würde, dann würde ja der Geschwindigkeitsvektor von Alpha in diese Richtung zeigen, die ich jetzt hier anzeige. Und dann müsste damit der Krümmungskreis passt, der im Uhrzeigersinn durchlaufen werden. Also Sie müssen den Krümmungskreis sozusagen so malträtieren, dass er an die Stelle genau passt. Und das kann bedeuten, dass Sie die Umlaufrichtung ändern. Ich habe da mal was gebaut, damit man das mal ausprobieren kann. Wir machen uns hier mal irgendeine Kurve. Also dies soll eine Kurve sein, die hier durchlaufen wird und man kann sich dann immer den Krümmungskreis dazu anzeigen lassen und dann haben Sie vielleicht so eine Vorstellung davon, wie das gemeint ist und wie er größer und kleiner wird, wenn Sie in entsprechende scharfe oder nicht so scharfe Kurven gehen. Und natürlich muss der auch die Seiten wechseln, je nachdem, ob Sie nach rechts oder links drehen. Und hier sieht man zwischendurch, dass er mal kurz gerade ist. Das muss immer an den Stellen passieren, wo der Kreis von innen nach außen wechselt. Nehmen wir vielleicht nochmal eine etwas kompliziertere Kurve. Das wäre doch mal eine schöne Programmieraufgabe, oder? Ja, Sie sehen zwischendurch sehr kleine Kreise. Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Starke Krümmung, jetzt nicht mehr so starke Krümmung. Und immer zwischendurch, wenn es gerade ist, momentan gar keine Krümmung. Weil er dann einen winzigen Augenblick lang wie auf einer Geraden lang läuft. Hier haben wir gleich so ein Stück, was sehr gerade aussieht. Da wird der Kreis sehr groß. Und ein bisschen gekrümmt ist es doch. Jetzt wird es wieder sehr klein, scharfe Kurve, größer und so weiter.